wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Seit gestern wird die hessische Landeshauptstadt also von einem Sozialdemokraten regiert. Sven Gehrig, 38, bei der Amtsübergabe im Wiesbadener Rathaus. Unter dem Beifall der Stadtverordneten leistet er souverän den Amtseid, lässt sich die Amtskette überreichen, die dann aber auch schnell wieder verschwindet, denn überwerfen will er sich diese schwülstige Insignie der Macht dann doch lieber nicht und erklärt dem Parlament in seiner Antrittsrede erst nochmal, wo es denn mit ihm so hingehen soll in den kommenden Jahren. Eines ist ihm dabei besonders wichtig, und zwar, dass er der Oberbürgermeister aller Wiesbadener sein möchte, egal ob alt oder jung, reich oder arm, alteingesessen oder hinzugezogen. Ich will daher meinen Teil dazu beitragen, dass sich alle Wiesbadnerinnen und Wiesbadener in die Gestaltung unseres Gemeinwesens einbringen, und ich appelliere an alle Vertreter der versammelten Parteien, an diesem Punkt ebenfalls einen Schwerpunkt zu setzen. Dabei hatte zunächst kaum einer den gelernten Schreiner und Betreiber einer Druckerei auf der Rechnung. Zu fest schien sein bei den Wiesbadenern überaus beliebter Vorgänger Helmut Müller von der CDU im Sattel zu sitzen. Was in Wiesbaden, der Stadt der Millionäre, auch nicht weiter verwundert. Doch dann kam bekanntlich alles ganz anders. Gehrig schaffte es in die Stichwahl, die er dann hauchdünn mit 50,8% der Stimmen für sich entscheiden konnte. Jetzt steht der 38-Jährige, der sich übrigens auch offen zu seiner Homosexualität bekennt und seinen Ehemann Helge zur Amtseinführung natürlich auch mitgebracht hatte, für Werte wie Ausgleich, Transparenz und Offenheit. Und vor allem für ein neues Wir-Gefühl, wie er heute auch nochmal auf seiner allerersten offiziellen Pressekonferenz erklärte. Das fängt ganz einfach damit an, dass ich darüber spreche, dass ich der Meinung bin, dass wir zu wenig Wir in unserer Stadt haben und noch zu viel Ich. Ich habe ja eben in der Pressekonferenz eine ganze Reihe an Bürgerbeteiligungsprojekten angesprochen, die ich anstoßen möchte, deren Ziel es natürlich ist, Menschen in unserer Stadt zusammenzuführen und als Ergebnis dieser Menschenzusammenführung natürlich eine Stärkung des Wir-Gefühls erreichen möchte. Dabei hat sich das neue Stadtoberhaupt vorgenommen, möglichst schnell möglichst viele Wiesbadenerinnen und Wiesbadener persönlich kennenzulernen. Und das geht so. Einfach im Rathaus anrufen und wenn es seinen Terminkalender zulässt, kommt er mal bei ihrem Verein oder so vorbei. Oberbürgermeister for Rent, wenn man so will, also nicht ganz. Ja, das ist völlig richtig, aber das Wort Rent ist falsch, weil ich komme umsonst. Wiesbaden soll unter Sven Gehrig also sozialer und irgendwie bunter werden. Das hat sich der Neue auf die Fahnen geschrieben. Und er wolle dabei auch immer für die Menschen da sein, einen offenen Politikstil pflegen. Für Gehrigs Amtsvorgänger Helmut Müller muss das gestern ein seltsamer Tag gewesen sein. Geschätzt, geliebt und trotzdem abgewählt. So grausam kann Politik manchmal sein. Inzwischen hat sich Müller aber mit seinem Schicksal abgefunden. Oh, wehmütig natürlich, gar keine Frage. Aber ich hatte jetzt 3 Monate Zeit, mich an den Gedanken zu gewöhnen. Und nach 3 Monaten realisiert man das. Und ganz weg vom Fenster ist Helmut Müller, hier mit seiner Frau Dorothea Friedrich, ja auch nicht. Er hat sogar schon einen neuen Job gefunden. Ich werde ab 1. August Geschäftsführer des Kulturfonds Rhein-Main. Und naja, jetzt werde ich erstmal einen Monat lang Rentner und danach fange ich wieder an zu arbeiten. Als größtes Manko Gehrig sehen viele, dass der Neue über praktisch keinerlei Verwaltungserfahrung verfügt. Hier muss der neue Oberbürgermeister, der seine Freizeit übrigens am liebsten im heimischen Garten oder beim Klettern, Radfahren und Kochen verbringt, nach eigenem Bekunden noch einiges lernen. Aber dafür hat er ja jetzt auch erst einmal 6 Jahre lang Zeit.